Bevor die Orion Tigers erneut zum Zwischenspiel auftreten, will ich Sie über die Archäologie im Bereich der Baustelle im Schlossgarten informieren. In den letzten Wochen war in den Zeitungsberichten widersprüchlich über die Aktivitäten der im Regierungspräsidium eingebetteten archäologischen Denkmalpflege berichtet worden. Es blieb unklar, ob es dort eine gewissenhafte Erforschung des Untergrundes gibt oder nur eine Art von Feigenblatt-Archäologie. Auch meine Bilanz, nachdem ich mich kundig gemacht habe, der Situation ist zwiespältig. Die beiden zutage getretenen archäologischen Befunde der aus großen Steinplatten gefügten Sohle eines offenen Kanals und die Böden ehemaliger Brennöfen sind nur zufällig beobachtete Funde. Diese werden jedoch jetzt, wie ich erfuhr, gewissenhaft dokumentiert. Doch kann von einer gewissenhaften baubegleitenden archäologischen Erforschung des Baugeländes bislang keine Rede sein. Denn der Chef des Landesamtes für Denkmalpflege hat sich noch nicht für eine systematische Erforschung eingesetzt. Und die Baggerfahrer haben noch keine Anweisungen, irgendwelche Auffälligkeiten im Untergrund zu melden und in diesem Fall die Arbeiten wenigstens vorübergehend einzustellen. Es fehlt also offensichtlich nicht nur auf Seiten der Bahn, sondern sogar auf der Seite der vom Land selbst bestallten Denkmalpflegebehörden der Wille zu einer systematischen archäologischen Erforschung des Baugeländes. Haben diese Leute immer noch eine politische Schere im Kopf? Das Mindeste wäre, ab sofort eine Fachkraft mit archäologischer Erfahrung als ständige Begleitung der aktuellen Aushubarbeiten zu bestellen, die für eine unverzügliche Prüfung der neuen Befunde sorgen könnte. Natürlich hat die Bauleitung Angst vor weiteren Verzögerungen ihrer Arbeiten in ihrer ersten Baugrube. Für die Bahn noch besser wäre auch ein zweites, wenn die Beteiligten nach den unerwarteten Funden und Befunden sich endlich entscheiden würden, auf dem Gelände der nächsten Bauabschnitte Voruntersuchungen zu veranlassen, dann werden sich die befürchteten Zeitverzögerungen in engen Grenzen halten. Wir sagen daher, Schluss mit dem Gemauschel und dem Herumeiern hinsichtlich der stadtgeschichtlichen Forschungen und Handeln. Ich übergebe jetzt die Bühne wieder an die Orion Tigers.